Nein, sie haben sich nicht verlesen. Gegen Karl Lauterbach wird ermittelt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war jetzt nicht ganz unglücklich, als ich das las, wobei es ist nicht die Staatsanwaltschaft, die gegen Lauterbach ermittelt. Es geht nicht um sein Handeln als Regierender, es geht um den Privatmann Karl Lauterbach. Und derjenige, der ermittelt, das ist das Gesundheitsamt in Berlin, das für ihn zuständig ist. Die Geschichte dahinter ist phänomenal. Karl Lauterbach, der ja sein Privatleben völlig auf Twitter auch ausbreitet, zumindest seinen Gesundheitszustand, und von dem ja Wolfgang Kubicki, der FDP-Mann, sagt, er hat keine Freundin, er hat kein Privatleben, der hat am 4. August mitgeteilt, dass er einen negativen Selbsttest absolviert hat, einen positiven, Entschuldigung, und sich deshalb freiwillig unter Hausarrest stellte, Quarantäne, wie man das neudeutsch und kafkaesk nennt. Und er hat dann weiter getwittert. Am 9. hat er eine Serie von Tests veröffentlicht, wo er dann zeigte, ja, jetzt sind die schon negativ geworden. Und er hat am 9. August auch noch in der ARD gesagt, er fühle sich noch nicht fit. Am nächsten Tag war er aber schon in einer Kabinettssitzung. Und jetzt wird es interessant, weil laut der Berliner Verordnung, und solche Verordnungen sind ja gerade auch durch Leute wie Lauterbach zustande gekommen, muss man 48 Stunden symptomfrei sein. Und jetzt rechnen Sie mal, 10. August Kabinettssitzung, 9. August, ich fühle mich noch nicht ganz fit, noch nicht fit. Und da sind die 48 Stunden nicht da. Es kommt noch dicker. Der Mann hatte auch noch kurz vorher einen positiven PCR-Test. Und da sagt er jetzt ja, der CT-Wert war ja so hoch, 30, das ist deswegen nicht aussagekräftig. Der Mann, der mit dazu beigetragen hat, dass Hunderttausende trotz hoher CT-Werte wegen positiver PCR-Tests in Hausarrest mussten, ihrer Freiheit beraubt werden, der macht das jetzt selber bei sich ganz einfach, sagt er, der ist doch zu hoch. Also mir sträuben sich da die Nackenhaare. Ich hoffe, ich habe keine, war beim Friseur, wie man ja sieht. Ich finde das phänomenal. Und worauf läuft das Ganze hinaus? Das, was für den Normalsterblichen gilt, gilt nicht für denjenigen, der dem Normalsterblichen all das auferlegt hat. Es macht einen wirklich sprachlos. Ebenso sprachlos macht es einen, dass der Lauterbach das offenbar auch noch ganz offen sagte, der hat das ja gar nicht verheimlicht, auch auf Twitter, es konnte ja jeder sehen. Ich frage mich, da ist er so dreist, dass er sagt, quod licet Jovi, not licet Bovi, also was dem Jupiter erlaubt ist, ist dem Rindvieh, dem Volk nicht erlaubt. Oder ist er so ungeschickt? Ich weiß es nicht. Ich habe die Antwort nicht. Leider. Und ich weiß nur, Konsequenzen wird es keine geben. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt, es gab diverse Anzeigen gegen ihn. Höchststrafe 5.000 Euro, naja, mit doppeltem Minister, mit doppeltem Gehalt, doppelten Bezügen als Minister und Abgeordnetenbezüge dann auch noch hälftig, da wird ihm das wirtschaftlich nicht das Genick brechen. Und er ist weiter klagefreudig, er hat jetzt Anzeige erstattet gegen Beatrice von Storch, es hat sein Hofblatt der Spiegel veröffentlicht, Spiegel. Redakteur Feldhusen bekam übrigens, ich glaube, den irgendeinen Preis für seine wunderbare Arbeit mit Karl Lauterbach, für irgendein Interview oder einen Titel. Also es ist journalistische Inzucht, journalistisch-politische Inzucht. Der Spiegel vermeldet das, dass er die Beatrice von Storch angezeigt hat wegen Beleidigung, die gesagt haben soll, sie sind irre oder komplett irre. Dabei sagt Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, sie habe nur gesagt, das ist komplett irre. Da sind jetzt auch schon Abgeordnete als Zeugen vorgeladen. Es ist alles eigentlich nicht mehr zu beschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gesundheitsamt in Berlin da jetzt sehr streng ist. Naja, vielleicht machen sie das als Show. Und schlimm ist das ja nicht für Lauterbach. Das Schlimme ist, dass jemand, der sich so verhält, ist jemand, der wirklich einen Fehltritt nach dem anderen macht, dass der im Amt und Würden bleibt, im besten Deutschland aller Zeiten. Ich finde das, ja, es ist beschämend. In diesem Sinne, leider keine besseren Nachrichten. Schaut wieder rein,
abonniert, klickt, schaut mal auf die Seite, gibt es neues Merchandise www.eine-frage-noch.de. Einfach mal reinschauen. Ja, vielen Dank, alles Gute, ciao. Ja, ein kurzes PS. Backstage, es gibt Neuigkeiten von der Polizei in Berlin. Ich bin fast vom Sessel gefallen, als ich die Nachricht jetzt bekam. Muss jetzt aber erst noch mit meinem Anwalt reden und dann mache ich was dazu. Alles Gute, danke, ciao. Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller großformatiger Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Bodak. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte.